Das Hightech-Forum ist notwendig, weil wir Innovation in Deutschland brauchen. Es ist ein ganz spannendes Gremium. Es ist ein Gremium, in dem Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, jetzt neu, aber auch Politik ja letztlich vertreten ist. Die Diskussion hat heute ganz wesentlich gezeigt, dass wir in Zukunft Innovationen in einer anderen Innovationskultur denken und vorbereiten müssen. Wie geht es mit der Innovation weiter? Wie geht es mit der Strategie der Technologien weiter? Wie geht es mit der Hightech-Strategie der Bundesregierung weiter? Wenn Sie die Digitalisierung sehen, da ist ein ganz großes Thema die Datensicherheit und die Datensouveränität. Souveränität jetzt nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch für Sie persönlich, die Souveränität über Ihre Daten zu behalten. Es werden sich viele Menschen auch umstellen müssen natürlich, ihre Kompetenzen erweitern und erneuern, wenn man etwa an Industrie 4.0 und auch an das Internet der Dinge und vieles weitere denkt, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der jetzt mit diskutiert wird. Ganz andere Themen sind zum Beispiel Sicherheit in der Zivilgesellschaft, Resilienz von Infrastrukturen unter den Gegebenheiten, wie wir sie heute haben, oder die Bekämpfung von Volkskrankheiten durch Auswertung von beispielsweise großen Datenmengen in Verbindung mit gentechnologischer Forschung. Soll man nur über die Frage sprechen, Transparenz und Akzeptanz von Technologie, soll da die Zivilgesellschaft beteiligt sein? Oder soll Zivilgesellschaft nicht schon viel früher beteiligt sein in der Definition der Forschungsziele? Solche Fragen kamen auf und ich glaube, das sind wichtige Fragen. Ich habe dann sehr oft bei Partizipation Akzeptanzmanagement rausgehört. Die Partizipation muss auch das Ernstnehmen von Nein sagen und den Gründen dafür heißen. Und da eine Innovationskultur, wie es heute auch hieß, zu entwickeln, die im Grunde auch mit Kritikern konstruktiv umgeht und eine demokratische Art und Weise der Innovationskultur macht, bei allen Schwierigkeiten, die das bedeutet, das scheint mir der Mühe wert. Die Frage, wie unser Land noch innovativer und eben dadurch noch stärker werden kann, ist ja in sich schon eine sehr komplexe. Aber es ist unsere Aufgabe hier dieses Gremiums, die wichtigen Fragen herauszudestillieren und uns eben zu fokussieren, damit es nicht noch komplexer wird.